Deswegen ich ganz kurz mal schaue. Deswegen wir hier noch vielleicht die Knife kurz sehen. Ja, Maus in-game geht, aber auf dem Desktop geht sie dann nicht. Also meine Maus ist die, die für alles auf dem Desktop gerade keine Lust hat. Ich weiß auch nicht genau, was los ist. Naja, das wollen wir doch nicht verpassen hier, das Knife. Deswegen schaue ich dann gleich nochmal kurz. Ja, wie man sehen kann, Faith ist für Sierra da. Also etwas früher gekommen. So, Mary hat ihren Sneaky Kill machen können. Jetzt 4 gegen 3, aber Mary hat noch 100. Uiuiuiuiuiuiui. Jin Jin auch noch mit 45. Ah, wird jetzt einfach geholt. Ja, USB. Die Maus geht eigentlich, das ist ja das Problem. Ich gucke mal schnell, dass es jetzt geht. Nein. Nein, geht einfach nicht. Was ist hier los? Ich kann mit den Tasten hier überall rein switchen, aber ich kann die Maus auf dem Desktop nicht benutzen. So, und war das ein Switch natürlich. In der Piste Teamplay von Leuska. Okay. Nicht ganz so geplant gewesen. Boah, von hinten ziehen aber schon die CTs nach. Boah, es ist hyper aggressiv hier. Von den CTs. Wow, das war hier Eisenbahn. Ja, vielleicht wäre es gut, wenn einer der 1900 Damage Mitarbeiter nur kurz Jan Bescheid geben kann. Ich weiß nicht genau, was ich meine. Denn ich habe gerade ja wirklich Probleme. Wahrscheinlich, wenn die Map vorbei ist, muss ich mal schauen, dass ich ihn wieder reinkrieg. Notfalls starte ich nochmal den PC neu. Oder jemand hat hier eine Wunderlösung. Aber ist wirklich komisch, weil in-game habe ich keine Probleme, kann ich alles auswählen. Auch alle Fenster arbeiten weiter. Die Maus kann ich auch bewegen auf dem Desktop. Aber sobald ich was klicken will, passiert nichts. So, also zwei Ekos wahrscheinlich. Oh, mein SK. Macht da tatsächlich drei Frags, ohne auch zu sterben. Ja, wie gesagt, die Maus geht ja in-game gut. Ich kann hier mit der Maus, kann ich ja durchswitchen, ich kann so durchgehen. Da funktioniert sie ja prächtig. Nur wenn ich auf dem Fenster bin, dann kann ich auch die Maus bewegen. Das ist kein Problem, die Maus wird erkannt. Nur anscheinend hängt das Windows-Fenster, also wirklich das Windows-Grundfenster selber. Da muss ich gleich mal schauen, was da genau ist. So, falsche mittelferner Rundlauf hier. Oh, Majuska wieder mit der Farmers einfach mal noch reinballern. Oh, Jens fällt aber. Jetzt die Waffe schnell holen und vielleicht noch einen anderen Frag holen. Boah, wow, immer auch wenig Chancen. Oh, was ist denn hier los gerade? Die gehen ja ab hier. Wie die Feuerwehr. Hitten da auch gut, da fehlen auch ein bisschen die Hits. Ja, ich befürchte, wenn ich Explorer Exit kicke, dass dann auch dass der PC ausgeht. Beziehungsweise, dass dann richtige Probleme auftreten. Das würde ich wahrscheinlich auch machen. Ich schaue wirklich, wie gesagt, ich schaue gleich nochmal, dass ich das fixen kann. Solange hoffe ich, dass der... So, dann kümmern wir uns nächstes Mal jetzt ein bisschen ums Spiel, denn darum geht's ja eigentlich. So, Amy hier direkt an der Säule. Ja,
Jinjin macht die weg da. Boah, ey, mit zwei. Was ist denn da los mit den Damen? Geht die plötzlich hier ab wie Schmidts Katze? Faith, last girl standing. Last girl standing. Amy, was ein Monster Reed. Und sie macht ihre 4K. Boah, eieiei. Ja, ist gerade kurz davor. Ich gucke nochmal ganz schnell, ob es jetzt geht. Wenn nicht, dann mache ich das halt nochmal wirklich mit Explorer. Ah, jetzt kann ich sogar wieder, wenn ich einen Explorer mache. Achso, dann geht alles wieder. So, Jan, hörst du mich? Hörst du mich? Hallo? Hallo? Oh, hallo? Da bist du ja wieder. Ich höre dich, ich höre dich. Ja. Ich habe einfach mal den Taskmanager gestartet. Ich muss noch nicht mal was löschen, aber vielen Dank für den Tipp. Nochmal die im Chat. So, jetzt noch eine Echo. Oh, das sieht ja kein Meter besser aus als vorher. Ach, schon 4:0 für die Gegner. Ich konnte leider nicht mitreden. Ja. Ich könnte das bestimmt recht nehmen. Oh, 5er Runde. Was geht denn hier gerade ab mit den Tschechen? Uiuiui. Das ist schon bitter. Hast du den Wechsel bekannt gegeben schon, Roman? Ich hab's angedeutet, also Faith für Sierra, ich sag's mal ganz offen, ich habe eigentlich mal gezeigt gehabt. Sierra ist auch im Twitch-Chat unterwegs, ich denke, da wurden notfalls die letzten Missverständnisse auch geklärt. Kein Instant-Kick oder sonstiges, bevor hier wilde Spekulationen auftreten. So, Diplomat eine AWP. Hat aber kein AWP-Gegner. Wahrscheinlich dann Mitte auch nichts mehr zeigen. Außer natürlich, wir sehen hier wieder sowas Interessantes an Spieltechniken. Ah, Jens macht Mini-Schlitz. Frag gegen Mini. Boah, Neu-Smoke, ist doch egal. Einfach mal durchbrettern hier. Sneal-like einfach mal reingehauen. Ja, jetzt 5 gegen 3. Jessica pusht jetzt langsam die Banane hoch. Geht aber wieder runter. Sammeln sich erstmal in der Mitte mit Kim. Und werden wohl A anspielen. Ja, ich denke, 3 gegen 3. Ja, war nur Bananen die Hoffnung, dass sie da einen Frag ziehen können. Das ein bisschen gleicher zu machen. In Unterzahl die Banane ist schon. CT stehen aber auch sehr defensiv. So, das ist natürlich jetzt keine Infos, wo die CTs stehen, aber Majuska stirbt ohne einen Frag zu machen. Und schon kommt Spire und Mary. Wolfska und Mary. Eine CT-Bogen durch schon. Eine Richtung Action. Ah, bleibt nur durch die Save. Da wird nochmal richtig gejagt hier. Die Zeit ist vorbei. Ja, Moment. Da müsste ein guter First Frag kommen und dann halt wirklich ein überlegter Go. Jetzt ist ja, Faith da, eine mehr. Vielleicht, mit der man dann Go etwas besser durchspielen kann, der schon vorher abgesprochen ist. Gekauft wird nochmal. Und da darf auf jeden Fall jetzt nicht so ein unsinniger First Frag wieder fallen. Man merkt aber auch wirklich, die Tschechen spielen sehr, sehr aggressiv. Noch aggressiver sogar als die Ducks hier. Das ist ja nichts anderes. Doppel-Nate, da kann man eigentlich alles verzögern. Man merkt doch, die schon auf Nuke haben sie mehrere Molotovs gehabt gegen Rampe, gegen Pommes, so instant. Da muss man eigentlich gar keine Position direkt einnehmen. Da können sie erstmal warten, bis alles runtergeschmissen wurde. Und müssen danach erst was, sag ich mal, auf was drauf gehen. Weil so jetzt, okay, Pusseblume und Fate haben jetzt nicht viel HP verloren, aber es ist halt unnötig. Sind jetzt anfällig für einen einzigen Headshot mit der M4. Und das ist schon alles, was man mit der Granate erreichen muss. Als CT hier schon. Da wird Jessica jetzt auf Janka, Janze, pusten. Ja. Der Director, dankeschön. Lass mich da im Stich. Ah, Jinjin hat noch einen Frag gemacht, deswegen wird er geswischt. So, jetzt 4 gegen 3, Überzahl on spot. Ja, Mary verschiebt über die Banane Richtung Mitte. Wolfska ist CT-Bogen. Mary. Müsste eigentlich die erste Runde sein für die Playing Ducks.
Boah! Was ein Frag, der war heftig. Der Einschlag, den spitz ihm auch. So, beide haben Dev-Kit. Ah, Jinjin. Da kommt der Refrag. Kann aber den Rest da versauen. Ja, da sterben auch mehr Leute als nötig sind eigentlich. Das ist halt auch. Ich denke, die Motivation ist auch schon leicht unten. Ja, es wirkt da eigentlich so. Nuke für sie schon safe war, denke ich mir mal. Aber auf jeden Fall Prime Chance gehabt, auf jeden Fall. Jens hat jetzt AWP. Pussyblum aber nur AK. Boah, und da kommt verzögert Jinjin und sie fällt sofort. Auch kein Grund jetzt für Faith irgendwas vorzugehen. Da kann sie eigentlich warten und dann genau Nate schmeißen, wieder Death gehen. Ah, und prallt noch irgendwo ab. Ah, da fällt halt Jensen. Ich stand da wirklich schlecht an den Rippen. Jetzt ist die Mary, Banane schon fast gefallen. Guck dir mal Mary manchmal an, bitte. Also das finde ich schon echt außergewöhnlich, was sie macht so. Bombe ist vor allem, Bombe genau da. Da liegen. Liegt denn die Bombe genau? Die Bombe ist an der Base. Was? Mir ist die Bombe auf dem Radar zumindest da so irgendwo am Döner. Also. Ah, da ist sie am Heuwagen bei mir. Bei mir an der Base. Bei mir am, ich hab's auch am Heuwagen gesehen, also blinken gesehen. Boah. Und jedes Aim-Duell im Moment verlieren die Ducks. Hat sich Infinity schon richtig in Rausch gespielt. Oh, haben sich gegenseitig nochmal angeschossen. Aber jetzt das Netz geht langsam zu. Also an jeder Seite ist ein Gegner. Genau, falscher Moment, guckt Muni weg. Amy. Läuft er durch, macht den Frag. Damit kommt wieder eine 5er-Runde sogar für die für Infinity. Und es kann 10 zu 2, 8 zu 1, 5 zu 1. Das war schon eine ziemlich klare Ansage. Maybe geht wieder in eine Banane. Die Banane lassen sie jetzt zumindest mal in Ruhe. Hoffentlich machen sie es auch außerhalb der Ecos. Ja. Die fehlt jetzt aber auch so angesagt, die brauchen gar keine Hilfe. Was ist da los bei den Ducks? Woran liegt es? Hapert es? Also, sie werden jetzt in viele Ecos gezwungen. Das ist schon mal das Erste, was wirklich bitter ist. Und zwar, ja, sie gewinnen kein Aim-Duell. Da musst du jetzt die Insights liefern, ganz klar. Ob da was Falsches gegessen wurde vor Match. Ob da vielleicht nicht lang genug geschlafen wurde. Aber bevor vorbei hier, Jens stirbt auch nicht. Von 5 Leuten wird sie gepusht, jetzt stirbt sie am Ende noch. Schießt einmal, zweimal, ja, Schuss. Und wird hier gleich wieder genommen. Ja, das ist wirklich eiskalt, was hier kaufen sie aber. Sind auch voll equipped bei den Ducks. Mal gucken, was sie jetzt machen. Also ich hoffe mal, dass sie einen schönen Aufbau spielen, First Track ziehen und dann entscheiden, wo sie auf welchen Spot gehen. Das Problem ist halt wirklich, wenn sie zu offensiv zum Beispiel an die Banane gehen. So, dann kommen sofort Nades, da kommt mal ein Molotov, da kommt immer irgendwas. Naja, wie jetzt? Die pushen in die Banane rein? Ja. Zwei der Spieler haben noch gerade zur Hälfte der HP. Aber jetzt ist alles offen. 3 gegen 3, aber Minimum ist 12 HP. Aber muss jetzt schnell gelegt werden. Kann ich fast egal, wo man sie hinlegt. Banane, Hauptsache, die ist schnell. Ja, Banane wurde eigentlich jedes Mal gepusht. Da muss man eigentlich mit rechnen. Mini steht aber richtig schlecht da. Boah, macht aber noch einen Frag. Okay, aber fällt. Ist okay, sie hat Low HP gehabt, hat den Frag gemacht. So, Dark wird jetzt auch mal mit Low geschossen. Ruin ist schon durch. Hat schon den Jessica geholt. Läuft durch die Smoke. Boah, das reicht dann auch zum Diffusen. Oh, ich. Tauschen sich sogar noch. Ja, Bombe gelegt, voller Loser-Bonus. Müssten 4200 sogar geben, also es reicht auf jeden Fall zum Kaufen.
Ja, das ist eigentlich bitter. Eigentlich müssen sie jetzt lernen, die, sag ich mal, hier, das ist eine Aria non grata, die Banane, die müssen sie zu Beginn gar nicht angehen. Die können sie auch vollkommen ignorieren, die ersten, sag ich mal, 15 Sekunden dort. Da müssen sie gar nichts machen. So, da wird genadet doppelt, da wird ein Molly geschmissen. So, sehr gut. Jetzt haben sie mal keinen HP zumindest verloren gegen B. Aber das spielt auch Infernity jetzt auch richtig clever hier. Aim die Schlitze ab. Sie merken, sie sind aim-technisch absolut überlegen im Moment. Gewinnen fast jedes Aim-Duell. Gehen dann auf den Contact. Müssen sich noch nicht mal irgendwie supporten, wie man es eben in ausgeglichenen Matches hätte, wo man dann versucht, noch einen Reflex zu ziehen, halt notfalls. Oh, Jessica ist auch in einer etwas unglücklichen Pose. Ja, Mini jetzt. Kann zumindest mal ihren Frag ziehen. Chance macht noch einen. Eine verschiebt schon wieder über Banane, eine über CT-Bogen. Ah, Faith hier. Jetzt Überzahlsituation. Das muss die Runde sein, also. Ja, das Problem ist, ja, die kommen beide von einer Seite und wir hatten das auch schon auf Nuke gehabt, dass ja sichere Runden noch ziemlich knapp wurden. Diese Runde ist nur relativ sicher. Aber jetzt haben sie aber noch gutes Equipment, jetzt haben sie jetzt, glaube ich, immer noch ein bisschen was. Auch eine Smoke haben sie. Faith hat noch eine. Eine holen. Ah, das die Bombe tickt so schnell, das dürfen wir einfach nicht mehr gehen. Faith mit 3. Ah, das sieht man auch einfach in der KD. Die meisten Punkte hat jetzt Faith. Für ein paar Mal legen der Bombe viele Assists. Also verlorene Aim-Duelle eigentlich auf gut Deutsch meistens die Assists. 4, 6, 11, 7, 2, 11, 4, 0, 11, 4, 0, 12 und 0, 1, 11 bei der Pusteblume. Ja, da hat sie auf Jungen ein bisschen mehr getroffen, wa? Ein kleines bisschen, oh. Ja. Bitte nicht wieder schnell vor. Sie stehen auch gut. Banane pushen sie immer ein bisschen vor, spielen nicht defensiv. Versuchen da den First Track zu ziehen und dann ist die Runde eigentlich auch schon für den CTs safe. Wenn man nichts falsch macht, natürlich. Ja, wenn man nichts falsch macht. Das macht eigentlich nur die CTs machen wirklich so gut wie gar nichts falsch. Sie spielen das, was sie können, perfekt runter. Also sie spielen halt, sie müssen auch gar nichts in ihrem Spiel ändern. Das muss man jetzt sagen. Sie spielen die Banane seit wirklich jetzt 12 Runden oder beziehungsweise 10 Runden genau gleich. Spielen egal ob eine Eco, Anti-Eco, da kommt zuerst eine Nate, kommt ein Molly oder eine zweite Nate, meistens halt eine Abwechslung aus beidem. Und dann ist schon mal jeder Bananen-Rush unterbunden. So, da kannst du theoretisch sogar zwei Pylone hier auf B stellen, musst dir nur beibringen, wie sie eine Nate und eine Incendiary schmeißen. Und dann ist der Spot schon fast safe, wenn sie das, sag ich mal, wenn sie sich nicht anpassen müssen. So. Der A-Spot hingegen. Auf dem A-Spot spielen die ganzen Aimer. Amy steht da oben. So, Jens steht auch mit der AWP oben. So, Mary hat jetzt währenddessen den First Track gemacht. Und Majuska ist auch die A-Spielerin. So, die beiden B-Spieler, die dort spielen, ich sag mal, unten im Scoreboard sind, stehen am B, die haben nichts zu tun. Das ist natürlich jetzt hier eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Das Einzige, was halt wirklich helfen kann, ist ein Delayed B-Go. Den sollten sie vielleicht doch mal vielleicht nächstes Mal versuchen. Boah, schöner Aspekt noch von Jessica. Hat gegen 3, Bombe ist. Ah! Jetzt fällt sie. Meine Dame. Ah, jetzt kommt die letzte Treffer ran. Ah. Ein bisschen da Schaden verteilt. Aber da müssen sie sich auch einfach überlegen. Auf A kassieren sie immer von den gleichen Damen. Das sind die drei Top-Fragerinnen: Amy, Majuska und Loiska. Da muss man einfach nur mal den Tab aufmachen. Jens und Mary stehen B. Letztendlich, wenn A nicht klappt, egal wie man es bisher versucht hat, A hat nicht geklappt. Da haben sie vielleicht, glaube ich, zweimal die Bombe gelegt. Auf B haben sie, glaube ich, einmal schon die Bombe gelegt und den Go haben sich viel weniger gemacht. So, wenn jetzt sie. Wenn sie wohl alle Banane waschen, mal gucken, was da jetzt passiert. Oh, dann haben sie wohl klare Glück mit der Runde und da habe ich viel geschmissen. Kommt zumindest weit vor. Oh, die Smoke ist ein bisschen zu delayed von den Tschechen. Ein bisschen Schaden geht da, aber. Die Effects waren trotzdem willkommen für die CTs. Jessica hat irgendwo eine AK. Einholen. Wie sieht er ihr aus? Ah, Schuss weiß. Boah. Alter, was für eine Schelle, die hier. Eine Minute ist noch, es ist theoretisch noch Zeit. Und sie hat Kev Helm. Mary ganz low, 10 HP nur noch. Aber sie hat auch noch 24, das ist sehr gefährlich. Sie hat auch noch volles Equipment. Theoretisch könnte sie auf jeden Fall jetzt Richtung Get Right wegsmoken. Aber dann müssen halt auch die Flash sitzen. Das ist ein bisschen die Theorie.
Da muss Mary. Kann Mary sogar noch ansagen. Hier, du stirbst gleich. Mit 12 zu 2. Das sieht natürlich richtig bitter aus. Vor allem, das Aim sitzt doch einfach bei Infernity. Man kann gar nicht sagen, dass es schlechte Taktiken oder so sind, sondern einfach Infernity brettert im Moment alles um. Das zeigt sich halt auch in der KD wieder. Man merkt auch, wie zum Beispiel im Teppich, wo Amy da stand, wenn das First Frag sitzt, dass sie wieder defensiv zurückgeht und nicht offensiv reinrennt und den Refrag provoziert. Ja. Also, das ist schon sehr okay, was die machen, die Mädels hier. Zumindest mal die Banane eingenommen, aber in der. Ja, so kaufen was geht halt natürlich. So. Letzte halt Runde. So, jetzt ist sowohl mal Banane weit eingenommen worden, als auch hier schon CT. Jetzt sitzt hier der First Rack. Jetzt kann man vielleicht sehr gut separieren. Ah, und der Meska fällt. Nach einiger Zeit dann doch. Vielleicht auch nicht, dann sollte man einfach mal das Dauerfeuer sein lassen. Das hilft halt wirklich überhaupt nichts im Moment, wenn sie so. Also sie brauchen die sich hier beide aus, Jessica und Loiska. Boah, und Mary auch einfach mal Hausmeister reingebratzt. Aber die Bombe tickt schon einigermaßen. So, jetzt nur noch Mary. Harry, das wird aber jetzt vom Timing her kam reichen. Jinjin 2, 12 zu 3. Ja, sollten die Ducks jetzt die First Round abgeben, ist das eigentlich schon das der Schiff für Infinity. Ich hoffe ja, sie drehen das noch als CT. Ist machbar, man soll nie sagen, aber. Na gut, Pistol holen, dann ist es zumindest einigermaßen möglich. Die Frage ist halt nur, Infinity bratzt schon so mit gleichen Waffen AK gegen M4 um. Jetzt haben sie theoretisch die etwas bessere Pistole. Also. Ja. Ja. Wie man sieht, spielen die fast den gleichen Aufbau wie die Infinity Ladies. Die pushen direkt die Banane hoch. Jetzt muss Doppel-Nate kommen. Die kommt die. Oh, macht das Infinity gut. Die Lane erst bei den Nades weg und die Nades sind wirklich das, was eigentlich das Einzige, was in Fernandes im Moment in der Pistole wirklich sehr gefährlich kommen kann. Natürlich kann trotzdem nochmal eine Runde Endduell entscheiden, aber... Die machen Fake A und gehen dann auf B drauf. Spot Troy reloaded hier. Absoluter Hammer. So, und jetzt auch Pusteblume. Ah, drei, sehr gefährlich, drei um sich herum. Sie wurde schon nicht. Ja. Faith, 1 on 4. Bomb has been planted. Ist hier auf dem Fernseher spielen, ne? Schon sehr schön. Also. So, ja. Viererrunde in der Pistole, gelegte Bombe. Mal schauen, ob Infinity sich auf Anti-Eco beschränkt. Ne, die kaufen alle Galil. Die gehen auch Nummer sicher, kaufen alle Galil bis auf Jens. Hat wohl nicht genug Geld gehabt. Das machen sie ganz geschickt. Zwar sparen die Planning Ducks, aber eine der wenigen Chancen wäre jetzt gewesen, irgendwie gegen zu kaufen. Ducks machen das nicht. Lassen die 14. Runde zu. Jens stößt jetzt auf Jessica. Was für eine Brotgeduld hier. Das sind die wichtigen First Frags halt, ne? Ja, die gehen auch, glaube ich, so gut wie alle an Infinity. Ich glaube, wirklich drei Viertel oder zwei Drittel, drei Viertel der Runden waren First Frags von Infinity. Wow, kann man Headshots setzen. Das hat bitter mit der Pistole. Jetzt verschieben sie alle rüber Banane auf B. Oh, Ninja macht Frag. Kann die Waffe sich schnappen. Aber Baseball ist schon eingenommen und den zu retaken. Ohne Equipment, mit einer Waffe. Ja. Können sie gleich versuchen, hier einen Regenbogen zu fangen. Ja, Jinjin ist auch weg jetzt mit ihrer Waffe. Mini Lilac, der war fällt auf. Ja, das war ein schöner, keine Chance, da durchzukommen. Schöner Beat hier, der auf den LKW getrommelt wurde.
Ja, sollten die CTs jetzt verlieren, haben sie in der nächsten Runde auch kein Geld und werden somit auch nicht kaufen können. Die Kev Helm zum Teil gekauft, ja, gegen Galil, gegen Grison, das ist natürlich auch bitter. Hast du das jetzt machen müssen, hättest du vielleicht noch ein paar Nades holen können. So, jetzt ist CT-Bogen weggesmoked. Mini steht hier noch theoretisch einigermaßen passabel. Der Zugriff kommt jetzt. Mini kann es sehen. Kann einen holen, aber nur. Einer, er. Alles ausgeglichen. Demi mit 10 AP. 3 gegen 2. Faith muss mindestens einen holen, das macht sie. Und sogar 2, wie auch immer der zweite kam. Jetzt Amy, Last Girl Standing. Kommt da ein Vögelchen. Und sie fällt. 4 zu 4. Fällt damit die Runde gerettet. Ja, es wird wohl ein Bego. Ja, scheinbar genau das, was theoretisch gegen sie auch am effektivsten gewesen wäre. Einfach ein Delayed Bego spielen. Kim schiebt so, also verschiebt jetzt auf B drauf. Das dauert lange, lange, lange. Und da schiebt auch nur einer rüber, obwohl er schon Kontakt auf B war. Aber Kim holt den ersten. Da ist ein Teamkill. Ja, das ist schon mal fehlt ja interessant. Boah, und Jessica, oh, Jessica fällt. Schießt hier ganze Munition, ey. 3 gegen 3, aber alle 3 in front, die Ladies sind low. Majuska gegen 3, Bombe liegt. Y ist bekannt auf jeden Fall. Und fällt auch. Wenige mögliche Positionen, dass wir noch Bombe finden, rechtzeitig durchdiffusen. Das ist der Fall. 14 zu 5. Ja, aber das war jetzt gerade eben so eine ziemlich harte Echo. Mit einer Bison. Ich weiß nicht, ob die so geplant war. Ich glaube, die war bei Jens. Aber es war auch keine sehr gute Schiebearbeit von den Ducks. Da ist Jinjin noch eher Richtung A gegangen. Anstatt direkt beim ersten Connect zu B zumindest ein bisschen rüber zu schieben. So, jetzt wird ein Rundlauf gemacht, ein schneller Rundlauf sogar. Die Nate sitzt gut. Nette OKE. 2, 3. Sehr schön, das ist ein Equip. Von daher gute Leistung. Aber Bombe geht jetzt mit durch den Hund gegangen auf B. Ja, Jessica, aber ist angesagt. Die Banane runter. Was? Jessica, hallo. Hallo. Da ist sie wieder zu offensiv. Ja, vor allem, sie ist, ich glaube, Pusteblume ist ja gefallen da am CT. Wieso pusht sie denn noch weiter? Wenn die Bombe gelegt wird, kann es halt richtig bitter. Jetzt da kann nichts drunter gekauft werden. Ich würde lieber auf den Retake. Also muss wir eigentlich warten. Versuchen, auf jeden Fall den Bombenplan zu unterbrechen. Das bringt jetzt Geld, das heißt, die Infernity Ladies können nichts drunter wahrscheinlich kaufen. Sonst hätten sie vielleicht nochmal eine Eco einlegen müssen. Ja, ich denke, dass Gina nicht verschoben hat vorige Runde, war deshalb so, weil die ja immer Banane hochgepusht sind und diesen Fick ermöglicht haben, ne? Ja. Deswegen mal auf Nummer sicher gegangen ist. Ach, kann gut sein, dass sie nicht gehört haben, dass sie nicht gehört hat, wie viele genau auf B waren. Das war eine ziemlich frühe Action halt auf B. Ich weiß nicht, ob man so einen schnellen B-Fake so innerhalb von 10 Sekunden. Also die sind ja wirklich die Banane dann. Obwohl, stimmt, die haben ja kurz gewartet gehabt, hast recht. Ja, Pusteblume AFK anscheinend. Ist jetzt wieder da. Wieder aber ein falscher Mitte-Rush. Gehen wir uns zu 1. Alle durch Teppich. Alle den Teppich lang. Alle den Teppich. Und wer steht da? Faith steht da. Mini steht da. Viele Schüsse.
auch einfach aber gegen viele Schüsse. Dann müssen sie ihre Munition reloaden und dann schießen den Feind hier einfach um. Bombe wird schon wieder gelegt. Washington ist schon relativ weit. Ist aber bekannt, dass einer auf dem Spot ist und einer im Sandkasten. Warte, jetzt kriegt ich mal HP los, dadurch. So, und Jessica, Last Girl Standing gegen zwei! Uiuiui. Und rettet ihr das Leben. Ja. Alles. Ah, 10-7. Ja, die Sache ist, das Aiming ist immer noch nicht viel besser. Deswegen, ich verstehe es nicht. Sie bratzen halt wirklich ziemlich viel Munition rein. Das sieht man vor allem in den Echos. Da wird dann durchgebratzt und da fallen die Spielerinnen nicht von Infernity. Und dann gibt es auch irgendwann einen Refrag. Also die Echos kann man eigentlich ziemlich gut erkennen, wie auch gerade die Stimmung gerade ist. Beziehungsweise die, die aimliche Verfassung, die Aim-Verfassung. Denn da geht einfach viel zu viel Munition ins Nichts. Da muss man ein bisschen sparsam in den Echos, also beziehungsweise in der Anti-Echo mit der Munition sein. Da muss man, außer es stehen alle 5 vor einem, jetzt nicht alles reinbratzen. Auf gut Glück. Dann reloaden und dann von der Pistol geholt werden, die man normalerweise easy snacken würde. Ah, sie lassen sich immer viel Zeit heraus jetzt. Wir warten auf den First Track, dass sie ungeduldig werden und vorkommen. Aber die Banane ist komplett safe. Ja, das derzeit noch. Gut jetzt. Ja, ist ein bisschen Virtus Pro halt. Mal ein bisschen gelernt aus der europäischen Taktik. Ah, da verschiebt schon die Bombe. Okay. Ja, kann den Track machen. Jetzt habe ich die Bombe, ist gegen B unterwegs. Sind aber nur zwei Jessica Spielerinnen. Verschiebt sofort. Da muss noch ein A, ja, da muss eigentlich noch ein A-Go kommen, ein A-Fake, dass dieser B-Go durchkommt. Aber anscheinend, die haben schon zu viel gesteppt. Da muss jetzt ja. Mary macht einen Frag noch auf A, kommt sogar weg. Und jetzt sind es drei Spielerinnen von Infernity zum B-Spot unterwegs. Jetzt verschieben alle. Stimmung kann die Jessica. Beide nur mit einem. Ja, Jessica macht beide sogar. Jinjin. Ist rechts, was ist los? Ja, sie lässt sich Zeit. Hat aber jetzt den Kopf gesehen. Ja. Mal loaden, gut. Nicht aufnehmen. Ist es Platzmunition oder die echte? Okay, die echte, gut. In den Kopf hämmern. Gut, Runde gewinnen. Damit 14-8. Bomb has been defused. Counter-Terrorists win. Man merkt aber, dass die Ducks jetzt auch schon diese Refrags nutzen, also. Es kommt. Ja, es gibt Hoffnung. Das Einzige, was mir wieder ein bisschen Hoffnung genommen hat, war diese eine. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war Jessica. Oh ne, Pusteblume gerade, welche aus dem B-Spawn. Steht da an den Obstkisten. Schießt irgendwie 30 Munition rüber und macht keinen einzigen Frag, während drei Spielerinnen, drei gegnerische Spielerinnen vor ihr stehen. So, jetzt mal die Banane ein bisschen offensiver. Was schneller Mitte go. Es ist sogar. Es ist ein Equip. Es ist keine Eco, es ist ein Equip hier von den Terroristen. Aber er gibt ziemlich viel Munition einfach ins Nichts flöten. War da ein Teamfrag? Nein, war nicht. Last Girl. Und Jessica holt es. Ja. 14-9. Wie viel stand es ursprünglich? 14-3? 14-3 stand es, oder? Ja. Anfang ja. Also die 6 Runden gingen jetzt an den Ducks. Ja, Sierra. Ja, jetzt werden sie wohl wieder die Banane einnehmen wollen. Ja, 3, 4, 5 sind blind. Boah. Kim fällt. Jessica steht auch schon zu offensiv da oben. Verschiebt aber jetzt auf den Spot. Dina, Helena und Mini verschieben. Stimmt, ist schnell da. Die Smoke kommt nicht gut von den Terroristen. Auch die zweite kommt dann gut. Jessica 2, Quack, Quack 3. Boah, noch eine halb low geschossen. 3 gegen 2 Situation damit. Boah, Anschinchen fällt. 2 gegen 2, alles ist drin. HP-Vorteil ist da. Kommen beide von Ruine, habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, und die Bombe tickt schon einigermaßen schnell. Jetzt steppen wir noch beide. Ja, das hat auch ein bisschen lang gedauert, bis überhaupt erst der Zugriff kam. Selbst wenn sie die Kills gemacht hätten, wäre es mit einem
selbst wenn sie den Frag machen, wäre wahrscheinlich die Bombe noch hochgegangen. Da war es halt Abstimmungsfehler. Ja, das kann halt passieren. Eine Person dabei, die normalerweise nicht im Training dabei ist. Das kann natürlich dann auch so enden. Die spielen wohl ein A-Split. Bombe liegt in der falschen Mitte. Majuska in der Mitte speckt etwas. Wartet auf Contact. Und Frenchy ist auf jeden Fall ein sehr guter Mix aus Aggressivität, aber trotzdem, dass man noch ziemlich, sag ich mal, taktisch überlegt spielt, dass man sich dann zu nichts hinreiten lässt, dass man da so Rambo-like einfach mal rausgeht. Und die stehen auch immer im Efeu. Man kann wieder den zweiten nicht holen. Aber man ist gerade nur mit 10 HP, ist okay. Ja, Mini mit 10, 3, 22. Was ist heute los mit ihr? Ja, Pusteblume 1, 4, 21. Weiß ich, ob wir hier noch. Ja, bei Pusteblume, sie spielt derzeit nicht so aktiv. Ja. So, ein Frag, zwei Frags, Fade, ja. Das kostet natürlich dann auch ein bisschen Motivation, wenn dann Pusteblume an irgendeiner Stelle steht und. Dankeschön. So. An irgendeiner Stelle steht, die, sag ich mal, vielleicht schwer zu bewachen ist, wo es dann halt wirklich ein 1, 5, 21 gibt. Dann auch bitter. Ja, und dann geht die Motivation auch runter, ne? Wenn man nach 25 Runden man nur einen Kill hat. Ja. Da denkt man sich schon auch, warum spiele ich das hier bestimmt? So, jetzt gibt's wohl so ja, die pushen die Banane Eco hoch. In der Eco und schnell Banane go. Also ja. Das muss eine Safe Runde sein für die Playing Ducks. So, eine Smoke ist da. Und jetzt ist das relativ gut. Werden alle über Ruine kommen. Aber jetzt kann man 3, 4. Und die fünfte leider nicht. Nett wie Jessica im Kopf. Sehr nett. There's nothing to see. Bitte gehen Sie weiter. So, und Jens, 37 HP noch. Du als Komposte Blume, zweite Frag. Easy going, easy going. Ah, okay, die warten einfach ab, bis Jens auf 0 runter ist und dann wollen sie die Waffe ziehen, damit kein Geld kommt. Oh, ich hab mich grad erstmal verschluckt, ey, musste mein Mikrofon muten. Huh. Ja, 15-11, ich hoffe, sie holen das Draw hier, ne? Ist noch drin, ist noch drin. Das war gerade beide Teams sind voll. Ich überlege gerade, dürfte vielleicht voll einen Loser-Bonus geben. Da wird wahrscheinlich nur maximal eine Eco kommen müssen. Von den Terroristen. So, ein schneller. Falsche Mitte pusht. Banane pusht auch gleichzeitig. Na gut, wie setzt die Pressure ist. Jens alleine. Jens ist alleine an der Banane und zockt für die gesamte Aufmerksamkeit. Okay. So, jetzt macht Pusteblume wenigstens wieder einen Frag. Und sie sagt, dass Banane auch kommt. Wieder. Pressure. Jessica weggesmoked worden oder nicht weggesmoked, die kommt jetzt erst. Eine kann sie holen, 4 gegen 3. Bombe. Ich verstehe nicht, warum Mini und Steps nicht verschieben. Also die Steps hört man noch. Man muss es doch ansagen können, dass Banane pusht. Boah, Mary. Was mit ihr rechts von der Smoke rechnen? Oh, und sie kommt noch weg. Jetzt kickt die Bombe richtig schnell. Oh, Smell of GG, wie man so schön sagt. Ja. 16-11. Damit 2-0 nach Maps. Bumm. Ja, und damit das schneller aus. Hier noch zwei Maps. Oh. Und ja, Valve ist schuld. Natürlich. Ja.